Hier wird aus Baumüll Kunst. 11 Platten von einem zurückgebauten Neubaublock in der Schweriner Keplerstraße wurden am Montag ganz behutsam auf einen Transporter verladen. Das Ziel nur ein paar hundert Meter weiter. Direkt neben dem Plattenpark wird eine naturnahe Parkanlage entstehen. Der Name Waldbrücke. Die ehemaligen Häuserplatten werden da eingebunden. Den Plan für die Anlage hat das Bilse-Institut gemeinsam mit dem Fachdienst für Stadtentwicklung und dem Verein Die Platte lebt entwickelt.